Die Sommerferien erreichen ihren Höhepunkt. Alle deutschen Bundesländer haben nun Schulferien und die Ferienflieger geben alles, um die Gäste in den wohlverdienten Urlaub zu bringen. Mit auf der Urlaubsliste auch Ägypten. Und entgegen den Berichten über schlechte Buchungszahlen und leeren Stränden sieht es in Ägypten momentan sehr gut aus. So vermelden die Hotels hervorragende Auslastungen, die Strände sind belebt und ein großer Anteil an deutschen Urlaubern hält sich derzeit in Ägypten auf. Wir waren aktuell in Hurghada vor Ort und haben uns umgehört, wie die Stimmung bei den Urlaubsgästen ist. Ja, warum Ägypten? Schönes Land, tolles Wetter. Wir wollen die Pyramiden sehen. Ich glaube, Kulturdenkmäler sind einmalig hier und ja, das war der Grund, warum wir hierher wollten. Ägypten ist von mir zu Hause aus 4,5 Flugstunden entfernt. Ist ein wunderschönes Land mit tollen Menschen. Ich gehe tauchen 2-3 Mal im Jahr. Aus dem Grund bin ich hier. Ich liebe Ägypten. Ich komme jedes Jahr nach Ägypten, mehrmals sogar, 2-mal im Jahr. Schnorcheln. Absolut sicher. Das haben wir auch schon öfter besprochen, dass wir uns hier 100%ig sicher fühlen. Es gibt überall Sicherheitskontrollen. Man spürt die Präsenz der Sicherheitsleute und ich habe mich noch in keinem Moment unsicher gefühlt. Wir hatten auch schon einige Ausflüge außerhalb der Hotelanlage und auch dort war es immer 100%ig sicher für uns. Das Meer wunderschön, Ausflüge sind toll, Schnorcheln ist ein Erlebnis. Jedes Hotel hat fast ein hauseigenes Riff zum Schnorcheln für die Kinder. Ja, und beständiges schönes Wetter. Also ich bin schon 30 Mal hier in Ägypten, bin also mehrmals im Jahr hier und komme hier nach Ägypten, weil mir die Freundlichkeit der Ägypter sehr gut gefällt. Der Service in allen Albatros-Häusern, ich kenne also 4 Albatros-Hotels und die sind alle Male klasse. Essen ist hier sehr gut und ich finde einfach, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier in Ägypten. Es ist immer tolles Wetter. Die Atmosphäre ist super, die Freundlichkeit ist super, was will man mehr? Man fühlt sich sicher, obwohl in den Medien sehr viel Schlechtes erzählt wird. Klar, man muss aufpassen, aber Ägypten ist einfach, ich kann nur sagen, Ägypten ist für mich sicher. Die Vielseitigkeit dieses Landes ist beeindruckend und die Gastfreundschaft, die ist wirklich beeindruckend, wie alle Leute einem gut sorgen und wie die Sicherheit da ist. Viele hatten Angst um uns und ich muss sagen, das ist überhaupt kein Grund dazu. Es wird nicht regnen wie bei uns in Deutschland. Und wenn man sieht, man kann es einfach nur genießen. Ja, also Ägypten für mich ist Preis-Leistung unschlagbar. Ne? Man hat immer schön Wettergarantie, egal Sommer wie Winter. Ne? Ich war auch schon im November, Dezember, Januar, Februar hier. Ja. Ne, also das passt. Die Leute sind super freundlich. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir kommen gerne nach Ägypten. Wir sind mittlerweile wir sind eigentlich noch zu anderen noch Neulinge. Das 4. Mal in Ägypten, aber das 2. Mal jetzt in diesem Hotel hier. Wir fühlen uns hier geborgen. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir haben eine tolle Poolanlage hier. Wir haben tolles Personal, was uns hier den ganzen Tag wirklich super gut betreut. Wir haben einen tollen Strand, tolles Hausriff. Wir brauchen nirgendwo hin. Also wir sind hier glücklich. Und sind die Urlauber gut drauf, sind auch die Hoteliers gut gestimmt. Of course, German, they are, I can say, number one. Ja, die Deutschen sind Nummer 1 in unserer Anlage. Es ist die Hauptnationalität und wir sind sehr auf die deutschsprachigen Gäste ausgerichtet und orientieren uns auch auf den deutschen Markt. Wir sind Nummer 1 bei Holiday Check und unser Hotel hat sehr gute Bewertungen. The hotel has very good reputation in all German market. Wir haben ein großes Hotel mit 543 Zimmer. Wir sind sehr gut besetzt. Wir haben jetzt 89% von dem Hotel schon besetzt jetzt. Wir haben so viele Gäste im Hotel, 1200 Gäste. Also die aktuelle Situation in Hurghada, auch seit diesen Ereignissen, hat sich eigentlich nicht geändert. Wir sind weiterhin sehr positiv in die Zukunft gestimmt und haben auch gar keine großartigen Stornierungen bekommen. Wir haben in unserem Hotel schon ein sehr großes Potenzial an Buchungen in den nächsten 3 Monaten in den Büchern. Wir sind auf dem europäischen Markt und überwiegend auf dem deutschsprachigen Markt, also Deutschland, Österreich, Schweiz vertreten und haben im Moment auch eine sehr, sehr gute Auslastung und wir hoffen auch, dass es so weitergeht in Alguna oder auch überhaupt für Ägypten.
Und wenn ich das Gefühl hätte, dass es unsicher ist, wäre ich auch nicht mehr hier. Und ich glaube auch, wir haben trotz der ganzen Zeit, auch während der Revolution, haben wir immer eine gute Belegung. Und ich glaube auch, dass die Gäste und wie schon gesagt, 60% der Gäste sind Repeater, dass die genauso das Gefühl haben. Und wenn man mal hier ist, kann man das auch anders einschätzen, als wenn man das natürlich nur weit weg von zu Hause hört. Besonders beliebt derzeit Hotels, die speziell für Familien ausgelegt sind. Hier gibt es bei den Veranstaltern, wie beispielsweise dem Ägypten-Spezialist ETI, auch ganz besondere Angebote. Wir befinden uns eigentlich gerade in einem Hotel, der Ritzi Hotel, nennt man Sunwing Waterworld. Das ist momentan eigentlich ein kinderfreundliches Hotel oder also ein familienfreundliches Hotel. Von der Auslastung her sind wir gerade bei 97-98%. PTI, wie die meisten wissen, ist so Ägypten-Spezialist. Also wir haben zurzeit knapp 80-85% von den Touristen kommen ja quasi aus dem deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich oder die Schweiz. Also unterm Strich Daumen hoch und gute Stimmung in Ägypten bei Urlaubern und Hoteliers. Und ein Reiseleiter bringt es zum Abschluss noch einmal auf den Punkt. Ihr könnt gerne einfach nach Ägypten kommen und das Einzige, was man momentan befürchten sollte, ist eigentlich nur so ein Sonnenbrand.